und auf geht's. Erste Bergwertung, Treppensteigen, herrlich. Ja, Tag zusammen, Glück auf und frisch auf aus Essen-Kettwig. Auf dem Weg rund um Schloss Landsberg auf den Spuren des Neanderlandsteigs. Heute wieder im Team unterwegs. Die Hazel von Podananda and Special Guest, der Mr. Martin. Es heißen irgendwie alle Martin. Ich freue mich, super gut. Weiter geht's. So, wir haben auch noch einen Gastwanderer auf vier Beinen, Pfoten. Der Kleine ist. Ist noch etwas scheu, der Kleine. Ein Wanderhund. Komm. Schaut mal. Die Hazel. Wollt einen Frosch küssen? Ach, der ist ja gar nicht. Ich film mal nicht rein. Uah. Potternander-Wetter. Was habe ich wieder gesagt? Es wurde nicht nur dunkel, auch wieder leise im Wald. Und es rauscht. Richtig. Und die Nässe im Gesicht, ja, das ist halt Schweiß, ne? Weil Bergwertung und dick. Ja, egal. Bisschen Regen tut gut. Also auch wieder schmale Pfade und verwunschene Wege. Und jetzt haben wir es beinahe gehabt. Wir warnen noch den Hund. Rutscht nicht aus. Und da liegt doch einer von uns fast drin. Aber alles gut gegangen, oder? Ja klar. Nanu, eine Ringelnatter? Scheint nicht mehr zu leben, aber oh. Guten Appetit. Schmeckt? Ohne Gras essen gibt's Regen. Ehrlich? Ist da auch ein bisschen Kuh mit bei? Ach, ganz wunderbar, eine Schutzhütte hier. Ganz, ganz toll. Ah, puh, was ein Schreck, ey. Da sind wir da oben auf dem Hang. Dann hören wir ein Hilfe, Hilfe über den Berg schallen. Zurückgerannt und dann auf der Koppel jemanden wild gestikulierend bei einem Pferd gesehen. Und bis du erstmal da vor Ort warst, um letztlich dann zum Glück zu sehen, dass nichts war, weil der fährt, glaube ich, nicht von der Koppel wollte. Ich weiß nicht, jedenfalls Ross und Reiter alle wohl auf. Meine Güte, was war das denn jetzt bitte für ein Abstieg und für ein Weg, ey? Bis es gar nicht mehr weiterging. Nur durch Brennnessel, unwegsame Pfade. Das war nichts. Das kann man nicht empfehlen. Das waren keine Wege mehr. Das war gefährlich. Aber so dreckig und so nass geschwitzt, wie wir jetzt sind, stehen wir jetzt hier am Schloss Hugenpfot. Ich hoffe, wir werden nicht rausgeschmissen. Aber wenigstens ein paar Fotos machen. Ja, warum wir hier alle so gebannt stehen? Da vorne, da schwimmt einfach ein Biber im Wassergraben von Schloss Hugenpfot. Ich werde verrückt. Das gibt's doch gar nicht.
Wahnsinn. Völlig faszinierend, ehrlich.